Hallo, hier ist wieder euer Carsten Zecken. Ich heiße euch recht herzlich willkommen an Tag Nummer 5 unseres Spinnfischtrips. Heute ist der letzte Tag. Wir haben mittlerweile 18 Fische auf der Habenseite. Versuchen natürlich, die 20 voll zu machen oder auch etwas über 20 zu kommen. Wir geben alles. Leider regnet es ein bisschen. Ich weiß nicht, inwiefern wir die Kamera anbehalten können, beziehungsweise wie häufig wir sie anmachen können. Versuche aber trotzdem, so oft es geht, mit der Kamera am Start zu sein. Ich habe etwas lauter geredet, weil wir uns hier gerade an einem Wehr befinden. Das Wehr haben wir schon mehrmals befischt. Hier haben wir schon viele Fische während dieses Trips gefangen. Und das ist auch die Taktik des heutigen Tages. Am Plätze fahren, wo wir wissen, was abgeht, um eventuell doch noch einen richtigen Giganten zu schnappen. Ob es klappt, das erfährt ihr in diesem Vlog. Das ging relativ flott. Gar nicht mal so schlecht. Geil. Der Tag fängt gut an. Also, Jungs, auch überall von Wehren sollten wir es probieren. Hier, gestautes Wasser, da fressen die. Cool. Ja, da hat man noch einen Fisch überall vom Wehr bekommen. Bei uns in der Heimat ziehe ich öfter überall von Wehren los, weil unten drunter das Angeln oftmals verboten ist. Jörg hat mir auch den Tipp gegeben, hier, wenn ihr in Spanien seid, besucht ruhig regelmäßig die Wehre auf und fischt auch ganz besonders darüber in den Staustufen. Haben wir in diesem Urlaub, muss ich sagen, ein bisschen missachtet, und zwar die Strömung lieber, weil da halt generell mehr Fischaktivität ist. Aber man hat es gesehen, es klappt auch überhalb von Wehren. Also mein Tipp an euch, egal ob in der Heimat oder in Spanien, ruhig mal überhalb von Wehren werfen. Wie habe ich den Fisch gefangen? Ich habe hier einen sehr schweren Rasselblinker von Jörg drauf gehabt mit 100 Gramm. Habe den wirklich direkt über den Grund schlittern lassen. Und so sind die, denke ich mal, eher passiveren Fische im ruhigen Wasser. Die kann man so doch ein bisschen aufscheuchen und so ein bisschen animieren. Gerade jetzt in der Mitternachtszeit hat gepasst. Und wir brechen jetzt hier die ganze Sache kurz mal ab, denn wir beide haben ordentlich Knast. Hunger ohne Ende. Wir kennen so ein schönes Restaurant, wo wir gestern schon waren. Da haben wir einen richtig großen, fettigen Burger gegessen. Ist mal eine Abwechslung zum Döner. Und aus diesem Grund packen wir jetzt unsere Sachen, gehen was essen, was trinken, machen kurz Polskin und danach geht es weiter. Mit das bin ich wirklich froh, wenn ich mal kurz die Warthose ausziehen kann. Diese bunte Stelle am Bein ist nicht schön. Also ich kann euch nur sagen, es ist zwar angenehm, mit einer atmungsaktiven Warthose im Sommer Spinnfischen zu gehen, aber es gibt halt immer so eine Druckstelle zwischen dem Punkt, wo die Füßlinge dran sind und quasi die Naht ist der Hose. Insofern, ja, entweder irgendwas Langes drunter ziehen, was mit Sicherheit auch nicht so angenehm ist, oder vielleicht abtapen. Also ich glaube, das Abtapen werde ich das nächste Mal machen. Ich meine, das ist jetzt unser letzter Tag, das kann von mir aus eitern, wie es will, das ist mir ganz egal. Ab morgen bin ich im Flieger und danach wieder daheim, aber wenn das jetzt, sag ich mal, am Anfang der Tour passiert oder ihr noch eine Woche zu fischen habt, das wird richtig übel. Insofern immer dran denken, die Stelle, wo die Naht der Füßlinge ist, abtapen oder sonst irgendwas, wie nennt man das? Präventives, so nennt man das, glaube ich, in der Medizinsprache. Irgendwie sowas in der Hinsicht machen, denn solche Stellen sind unschön. Da hat man auch gar keine Lust mehr weit zu gehen. Und beim Schwimmfischen muss man manchmal leider Gottes weit werfen. Aber jetzt geht's essen. Hunger! Gracias.
¿Qué estáis de vacaciones? ¿Estáis trabajando? Pescado. Pescado. Ah, pescando. Pescado. Oh, schaut euch das Teil mal an hier. Nicht so ein wabbeliges Weißbrot, nein, ordentliches Brötchen. Und hier Spiegelei, was ist noch drunter? Bacon, Käse, eine richtig geile Frikadelle. So soll das aussehen. Und das alles bekommt man hier in Spanien abseits des Tourismus für ganz wenig Geld. Wir essen jetzt. Ich freue mich. Das war's. Schluss für heute. Und Schluss für die Tour.